Offene Türen beim Familiencafé in der Weitlingstraße in Berlin-Lichtenberg. Das Familienzentrum des Deutschen Roten Kreuzes ist eine Oase für junge Familien mit kleinen Kindern mitten im Brennpunkt-Kiez. Hier finden Sie bei einer Reihe von unterschiedlichsten Angeboten Rat und Unterstützung. Einmal in der Woche wird gemeinsam gefrühstückt. Wir treffen uns gemeinsam zum gemeinsamen Essen und Plaudern. Die Eltern kommen miteinander in Kontakt, die Kinder spielen miteinander und das Frühstück ist begleitet von einem von uns aus dem Team. Und wenn die Eltern nochmal was ansprechen wollen, Rücksprache halten oder ein Thema auf dem Herzen haben, dann ist dafür auch Platz. Probleme lösen werden wir bestimmt nicht beim Frühstück, aber vielleicht sich gewahr zu werden, dass ich ein Gesprächsthema habe oder einfach jemanden brauche, der mir mal zuhört oder einen Augenblick Empathie zu bekommen, macht auf jeden Fall einen Unterschied. Gerade für Eltern, die halt sonst viel mit ihren Kindern zu Hause sind. Die Arbeit von Julia Steiner und ihren Kolleginnen ist keine Selbstverständlichkeit. Ohne ausreichende finanzielle Mittel kann das DRK dieses Angebot nicht leisten. Und dafür braucht der Wohlfahrtsverband Förderer und Unterstützer. Ein wichtiger Partner sind die staatlichen Lotteriegesellschaften und Soziallotterien. 40% der Spielerträge werden für das Gemeinwohl investiert. Das gibt der Glücksspielstaatsvertrag vor. Im vergangenen Jahr waren das 2,8 Milliarden Euro. Aber nicht nur diese Erfolgsbilanz drängt die Vertreter der Gemeinwohllotterien jetzt an die Öffentlichkeit. Die wichtigen Partner an der Seite des DRK und anderer Wohlfahrtsverbände und Kommunen werden zunehmend von illegalen Schwarzlotterien im Internet bedroht. Die machen gar keine eigene Lotterie, die machen keine Ziehung, sondern die setzen sich auf unser Lotto drauf, nehmen unsere Zahlen und setzen darauf dann eine Wette. Das ist insoweit ein Ärgernis mittlerweile, weil über das Internet Angebote gemacht werden, die unserem Spiel sehr ähnlich sind. Es wird teilweise unser Logo benutzt, es wird teilweise unser Kleeblatt benutzt, unser Schriftzug, die Farbgebung. Der Lottoschein, der da im Internet ist, ist unserem ähnlich. Die Leute denken also, sie spielen deutsches Lotto. In Wirklichkeit machen sie aber eine Wette im Ausland, meistens Gibraltar oder Malta. Und die Umsätze aus diesen Schwarzwetten sind reiner Gewinn für die illegalen Lotto-Trittbrettfahrer und Produktpiraten irgendwo in der Welt. Rund 300 Millionen Euro, so schätzen die Aufsichtsbehörden, waren das 2017. Gewinne aus Tippbeiträgen deutscher Spieler, die keine Steuern für Deutschland und keinen Cent fürs deutsche Gemeinwesen bringen. Dramatisch auch für das Deutsche Rote Kreuz. Durch illegale Wettannahmen und durch illegale Wettspiele passiert genau das, was nicht passieren darf. Die Soziallotterien, der Lotto-Toto-Block wird kleiner. Der Anteil dessen, was für soziale Arbeit dadurch möglich gemacht wird, wird auch kleiner. Und das in einer Zeit, in der Gemeinwohl wichtiger denn je für unser Land ist, sind das keine guten Anzeichen. Richtige Zeichen sollen nun im Oktober die Ministerpräsidenten Deutschlands setzen. Sie werden den Glücksspielstaatsvertrag neu verhandeln und beschließen. Dafür haben DRK und Lotto Deutschland klare Forderungen. Die Gemeinwohlorientierung im Glücksspielvertrag weiter zu fixieren, nicht liberalisieren, nicht privatisieren und konsequent, das kann der Staat durchaus, konsequent gegen illegale Wettangebote voranschreiten. Wir hoffen darauf, dass nicht diesen Liberalisierungstendenzen und den Wünschen von manchen Rechnung getragen wird. Also Vorsicht an der Bahnsteigkante. 60 Jahre Lotterie in Deutschland, 60 Jahre Gemeinwohlförderung, nicht unbesehen auf Spiel setzen für Einzelinteressen aus der Wirtschaft. Einseitige Wirtschaftsziele oder allseitige Wohlfahrt. So dramatisch fürchten Lotto Deutschland und das DRK, könnte die Frage lauten, wenn im Oktober die Weichen falsch gestellt würden. Für das Team des DRK-Familienzentrums in Berlin-Lichtenberg könnte das nämlich klar und deutlich heißen, der Zug ist abgefahren. Das würde bedeuten, dass zwei Stellen wegfallen und dass das Familienzentrum nicht gehalten werden könnte. Und unser besonderes Angebot, das ja auch darauf zurückzuführen ist, dass hier qualifizierte, ausgebildete Menschen arbeiten, die dafür bezahlt werden, das könnte nicht gehalten werden und das Familienzentrum würde es nicht geben. Und so gilt es nicht nur an der Gemeinwohlorientierung im Glücksspielstaatsvertrag festzuhalten, sondern auch im Internet auf der sicheren Seite zu spielen, zum Beispiel auf www.lotto.de.